Ja, in diesem Video soll es um meine persönliche Erfahrung mit dieser Internetplattform wirkaufens.at oder .de gehen. Und ja, dabei handelt es sich um eine Ankaufsplattform. Hier kann man seine gebrauchten Geräte verkaufen. Und so viel vorweg, es sind negative Erfahrungen, die ich zu berichten habe. Und wenn man dem Bewertungsportal Trustpilot glauben kann, dann ist das bei weitem kein Einzelfall. Ich habe diese Plattform am 06.01.2021 genutzt, um mein MacBook zu verkaufen und habe direkt im Anschluss per E-Mail das eingeblendete Preisangebot erhalten. Als das MacBook dann in Deutschland angekommen ist, habe ich ein sehr unerfreuliches E-Mail erhalten. Es entspräche angeblich nicht den Ankaufskriterien, obwohl ich ein unversehrtes MacBook ohne einen einzigen Kratzer und vollständig zurückgesetzt eingeschickt habe. Dies kann ich mit einem ungeschnittenen Video jederzeit belegen. Es folgt dann im Anschluss auch eine kleine Auswahl der Detailaufnahmen vom Zustand vor dem Einsenden. Auf mein Drängen hin hat man mir dann schlussendlich zwei Gründe genannt für das Nichterfüllen ihrer Ankaufskriterien. Und wie man hier sieht, wurde zum einen eine aktive Aktivierungssperre, Apple ID, bemängelt und zum anderen irgendetwas mit dem High Resolution Screen, also irgendwas auf dem Bildschirm. Ich werde nun beide Mängel eindeutig mit diesem Zusammenschnitt hier widerlegen. Wie gesagt, ist das eine Kurzvariante des ungeschnittenen Videos und im Anschluss folgt dann noch die bösere Überraschung als die zu Beginn. Ja, hier haben wir einmal gesehen, dass der Deckel absolut ohne Kratzer ist und hier anschließend sehen wir auch, der Boden in einem perfekten Zustand, obwohl dies gar nicht notwendig gewesen wäre. Auch in der Nahaufnahme. Und hier sehen wir, dass sämtliche Kanten des Gerätes einwandfrei sind. Auch hier kommt es gerne und schnell mal zu irgendwelchen Macken oder Kratzern, aber hier wurde absolut aufgepasst. Und nun zum Display. Hier können wir auch schon einmal widerlegen, dass es sich um eine aktive Aktivierungssperre handelt. Das war ja der Einrichtungsbildschirm. Wie soll das funktionieren? Und wie man hier sieht, ist das MacBook auch nicht mit meiner Apple ID verknüpft. Hier sehen wir das Display aus einem spiegelnden Betrachtungswinkel. Und wir sehen auch hier ist absolut kein einziger Kratzer vorhanden. Und dass er funktioniert, haben wir ja auch gerade eben gesehen. Hier wiederum die Oberfläche, makellos, die Touchbar und die Touch-ID. Das große Touchpad sowie auch die Tastatur. Alles 1A. Und damit alles seine Richtigkeit hat, kommt auch noch der Display-Schutz über die Tastatur, sodass das MacBook verschickt werden kann. Mit dem kompletten Originalzubehör in super Zustand und gut gepolstert in die Verpackung. Als ich nun endlich mein MacBook zurückerhielt, musste ich einige böse Überraschungen erleben. Schon hier war klar, dass sie es mit fremdem Eigentum nicht so genau nahmen. So haben sie die Kunststoffhülle nicht mehr wiederverwendet, sondern einfach nur dazugeworfen. Und auch den Displayschutz konnte man scheinbar nicht mehr über die Tastatur geben. Aber das Beste kommt ja bekanntlich am Schluss. Hier habe ich noch gedacht, es wäre Schmutz und hab versucht, das wegzuputzen.
Doch dann stand fest, es sind tatsächlich tiefe Kratzer dazugekommen. Wie die Detailaufnahme hoffentlich zeigt, sind die wirklich, wirklich tief und eine Menge davon. Der Vorher-Nachher-Vergleich beweist das auch eindeutig, wie gesagt, mit ungeschnittenem Videomaterial auch belegbar. Ja, und als ich auf den Bildschirm meines Macs sah, dann war die nächste Überraschung: Ein Benutzer namens NU3 wurde angelegt mit Passwortschutz, welches mir nicht mitgeteilt wurde. Also das MacBook wurde auch nicht zurückgesetzt, als man es an mich zurücksendete. Es ist unbegreiflich, wie eine Firma dieser Größe so unprofessionell vorgehen kann, und daher kann ich jeden nur von wirkaufens.at und de abraten.